Boah, geschwänzt habe ich, glaube ich, wenn dann echt übertrieben selten. Umziehen? Zurück nach Deutschland? Ins Land der Schlager? Der Lederhosen? Und der Bratwurst? War das eine Bisonherde? Doch, ich war aber auf Hegeschwänz. Ich auch. Ich habe auch voll auf Dorf krank gemacht. Ja, ich auch. Boah, geschwänzt habe ich, glaube ich, wenn dann echt übertrieben selten. Herzlich willkommen im neuen Schuljahr. Ach, doch. Ich glaube, das hat jeder schon mal. Digga, damals bei der Mathelehrerin, die hat immer so, die hat nicht mal geguckt, was das für Aufgaben sind. Da habe ich manchmal einfach so noch aus der Französischstunde einfach noch so Französisch da hingelegt und die gucken so, ah, okay, da steht irgendwas. Ja, in der Stunde noch davor, kurz die Hausaufgaben für die nächste Stunde. Ja, ja, das sowieso immer so. Übel struggle, so, fuck, 5 Minuten ist der Unterricht. Immer so, und dann so, scheiße, man keine Pause gehabt, aber egal. Ja. Für Englisch habe ich nicht gelernt, tatsächlich. Es gab bei mir auch Klausuren, auf die ich nicht gelernt habe, so. Warte, muss ich noch trinken oder nicht? Nein, eigentlich nicht, ne. Ja, wenn man spickt. Also so gar nicht. Habe ich noch nie. Also, ich lerne immer ein bisschen. Ja. Also, minimales Grundwissen. Ja. Ich habe mal drüber nachgedacht, ein Buch zu lesen, anstatt zu viel Sport zu machen. Na dann? Ich bin gespannt. Nee, das habe ich ja nicht gemacht. Nee, ich auch nicht. Nein. Boah, das habe ich, glaube ich, auch nicht gemacht. Aber ich kenne einen Kandidaten, der hat bei uns in der Grundschule mal gemacht. Und in der Grundschule ist so Pupsen noch so richtig schlimm. Weißt du, so in der 12. Klasse, wenn ja jemand furzt, alle lachen so, geil. So, weißt du? Aber so in der Grundschule, das war so 2. Klasse oder so, das war so ein Dude. Und es war so ein schlimmer Moment, weil wir saßen alle so in der Gruppe. Und dann auf einmal aus irgendeinem Grund wird es voll ruhig und er hebt noch so sein Bein so. Und alle nur so. Jeder hat seine Schwachstellen. Sonntag auf Montag. Easy, Alter. Wenn Videos geschnitten werden müssen, werden Videos geschnitten müssen. Bei mir ist fast jeden Tag durchmachen. Tschüss, echt? Gehen wir mal bis um 4 Uhr oder so schlafen, keine Ahnung. Ja, läuft, gutes Tagesrhythmus. Hier, Bursche, ein Vorbild. Aber ich stehe trotzdem um 9 Uhr auf. Ganz vorbildlich. Ah, noch vorbildlicher. Einfach nicht schlafen, Leute. Das ist ja eh nicht gesund oder so. Nein, Spaß. Leute, Schlaf ist wirklich wichtig. Nee, es ist wirklich wichtig. Ich habe gerade letztens, ich schlafe nämlich auch so viel zu wenig. Ich merke so voll, meine Augen explodieren dann immer so. Die werden voll rot und so. Das ist voll nicht gut. Das habe ich auch nicht gemacht, weil. Das so. Ich habe es auch noch nie gemacht, aber einmal habe ich nur so 2 Stunden geschlafen. Das war schon hart dann. Als VIPs tragen wir große Verantwortung für die ganze Schule. Ich glaube, einmal bei der Spanischlehrerin. Ich war immer der Klassenliebling. Also auf jeden Fall, ja. Ja, ist einfach Psychologiewissen. Ich habe einmal in Mathe angefangen zu weinen, also wirklich, weil ich... Die Arbeit nicht. Ich hatte Angst, dass ich wieder eine schlechte Note bekomme und dann hat sie mir geholfen.